Wir stehen in Offenbarung 7. Und zwar lesen wir nochmals die zweite Hälfte, wo die unzählbare Schar aus allen Völkern beschrieben wird, die durch die große Drangsalszeit in der Zukunft hindurchgehen wird. Offenbarung 7, wir lesen die Verse 9 bis 17. Wir hatten letztes Mal ausführlich angeschaut, schon die Verse 1 bis 8 mit dem Überrest aus Israel, die 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels, die sich bekehren werden nach der Entrückung der Gemeinde. Und eben als Kontrast dazu, als Kontrast zum Überrest aus Israel, wird ab Vers 9 der Überrest aus allen Völkern vorgestellt. Ja, darf ich dich bitten? Ja. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern begleitet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Vielen Dank. Kapitel 7 ist ja eine Einschiebung in den zeitlichen Ablauf der Gerichte Gottes nach der Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung der Gemeinde könnte heute geschehen. Die kann jederzeit geschehen. Nichts muss sich davor noch erfüllen. Aber diese Gerichte der Siegel, ab Kapitel 6, Vers 1 beschrieben, die können erst nach der Entrückung in Erfüllung gehen. Und nun, nach dem sechsten Siegel, das in Kapitel 6 noch beschrieben wird, kommt dieser Einschub, Kapitel 7. Zwei Gruppen werden beschrieben, die durch die große Drangsal hindurchgehen werden. Und gleich dann in Kapitel 8, Vers 1, liest das jemand vor, kommt das siebte Siegel. Wer liest? Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Jawohl. Also das siebte Siegel kommt erst in Kapitel 8, nach diesem Einschub von Kapitel 7. Und ich muss erklären, mit dem siebten Siegel wird die große Drangsalszeit eröffnet. Also diese Zeit, die der Herr Jesus in Matthäus 24 nennt, dass sie so schrecklich sein wird, wie es nie gewesen ist, von Anfang der Schöpfung an noch je wieder sein wird. Also diese schreckliche große Drangsal beginnt mit dem siebten Siegel. Aber bevor das beschrieben wird, wird gezeigt, wie eben diese beiden Gruppen, der Überrest aus Israel und der Überrest aus allen Völkern, durch diese schreckliche Zeit hindurch bewahrt
werden. Und das Interessante ist, die zwei Gruppen werden zeitlich aber unterschiedlich porträtiert. Wann, in welchem Zeitpunkt, welcher Zeitpunkt wird beschrieben in Verbindung mit den 144.000? Wo stehen die genau? Stehen die schon am Ende der großen Drangsal oder noch davor? Was würdet ihr sagen? Warum am Anfang? Kann ich nicht beantworten. Hat jemand ein Argument? Vers 3. Ja, Vers 3 ist ein Argument. Schädigt die Erde nicht und so weiter, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Sternen versiegelt haben. Jawohl. Jawohl, also zuerst kommt diese Versiegelung, die soll eben diesen Überrest auf besondere Weise schützen vor den schrecklichen Gerichten. Genau, also hier wird der Überrest beschrieben, gerade nach der Entrückung, er kommt zum Glauben und wird von Gott versiegelt, damit sie unbeschadet durch diese ganze schwere Zeit hindurchgehen können. Aber in welchem Moment wird die unzählbare Schar aus allen Völkern porträtiert? Nach der großen Drangsal. Nämlich, wo siehst du das? Wieso siehst du das aus Vers 9? Ach so, nach diesem sah ich. Gut, da könnte man aber sagen, das ist einfach, Johannes sieht das nach der Vision über die 144.000, sieht er die Vision über die unzählbare Schar. Ich weiß, es heißt ja, nach diesem sah ich. Er sieht einfach das in einer zweiten Phase. Hast du noch ein stärkeres Argument? Vers 14, ja. Bitte, lies das jemand vor. Ist, die aus der großen Bedrängnis kommen. Ja, die kommen, also Johannes sieht sie, die sind aus der großen Drangsal herausgekommen. Also, der Überrest wird gesehen noch vor der Drangsal, wie er vorbereitet und geschützt wird, und die unzählbare Schar wird beschrieben, wie sie bereits herauskommt aus der Drangsal. Aber beide werden von Gott bewahrt werden, beide Gruppen. Jetzt noch eine ganz schwierige Frage. Wo sieht Johannes diese unzählbare Schar? Auf der Erde oder im Himmel? Wo befindet sich diese Gruppe? Im Himmel? Im Himmel? Ja, vor dem Thron. Ja, wo steht das? Vers 9. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Jawohl. Heißt das, dass sie im Himmel sind? Das ist eine kleine Feinheit in der Offenbarung, die muss man sich merken. Man muss auf den Unterschied achten, ob beschrieben wird, dass jemand vor dem Thron steht oder dass jemand um den Thron steht. Schauen wir mal in Vers 11. Da sieht Johannes die Engel im Himmel und auch die Ältesten, die 24 Ältesten. Wer liest? Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Jawohl. Also bei ihnen wird zusätzlich gesagt, dass sie um den Thron herum sind. Und das wird auch von den 24 Ältesten in Offenbarung 5 gesagt. Kann man das mal kurz lesen? Kapitel 4. Nicht wahr? In Kapitel 4, Vers 1 wird ja Johannes in den Himmel hinauf entrückt. Und dann sieht er im Himmel den Thron Gottes. Kapitel 4, Vers 2. Und dann sieht er die 24 Ältesten. Wir haben ja gesehen, dass die symbolisieren die entrückte Gemeinde im Himmel. Wer liest Kapitel 4, Vers 4? Und auf den Thronen saßen 24 Ältesten, gekleidet mit weißen Kleidern
Ja, das reicht. Also diese Throne sind rings um den Thron her. Und jetzt in Offenbarung 14, da sehen wir die 144.000 am Ende der großen Drangsal auf dem Tempelberg in Jerusalem, auf dem Berg Zion. Und Jesus Christus, zurückgekehrt auf dem Ölberg, geht hinüber auf den Tempelberg und versammelt sich dort mit den 144.000. Liest jemand Kapitel 14, Vers 1 zuerst? Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Jawohl, noch weiter, Vers 2 und 3. Ja, also da werden sie beschrieben auf dem Berg Zion. Das ist der Tempelberg in Jerusalem, auch genannt Berg Moria. Und von ihnen wird gesagt, sie singen ein neues Lied. Wo? Vor dem Thron. Sie sind also auf der Erde, aber sie stehen ganz bewusst vor Gottes Gegenwart. Also ganz auf der Linie, wie das ständig von dem Propheten Elia gesagt wird. In 1. Könige 17, Elia, der vor Gott steht. Ja? Das ist ganz charakteristisch bei diesem Propheten. Elia steht vor Gott, aber auf der Erde. Aber er ist sich bewusst, ich stehe in Gottes Gegenwart, gewissermaßen vor seinem Thron im Himmel. Und das wird hier auch gesagt von den 144.000, sie singen dieses neue Lied vor dem Thron und sind gewissermaßen mit dem Himmel online. Ja? Denn sie hören dieses neue Lied aus dem Himmel, wird das gesungen von der Gemeinde, den Ältesten im Himmel, und sie können dieses Lied auch auf der Erde singen. Nebenbei gesagt ist das ein interessanter Hinweis, dass Musik im Himmel nicht etwas grundsätzlich anderes sein wird als Musik auf Erden. Denn die können das nachsingen auf Erden. Ja, manchmal denkt man, ja, also Musik im Himmel, dann ist alles, was Menschen hier gemacht haben, das ist nichts dagegen. Also das muss man sich nicht so vorstellen, sondern da besteht eine Verbindung und dieser Chor, fantastischer Chor, 144.000 Sänger, und die singen das gleiche Lied, wie das da im Himmel gesungen wird. Dieses neue Lied, das ist das Lied der Erlösung. Also nicht etwas grundsätzlich anderes. Und wenn man denkt, wie sich die Musik entwickelt hat, im Alten Testament war sie noch grundsätzlich einstimmig und Instrumente, die haben einfach die Melodien umspielt, aber es war grundsätzlich einstimmig. Das war in allen Kulturen so. Aber mit dem Christentum hat das eine Änderung gegeben. Im Mittelalter, um das Lob Gottes zu erhöhen, haben wir begonnen, eine zweite Stimme zu komponieren. Dritte, vierte, und so entstand schließlich der vierstimmige Choral, der ja die Grundlage ist für die ganze europäische konzertante und sinfonische klassische Musik. Also wer Komposition studiert, muss den vierstimmigen Choral, und zwar speziell von Bach, studieren. Das muss man muss Bach-Choräle schreiben können, so wie Bach, und dann kann man komponieren. Alles geht, auch eine große Sinfonie mit vielen Stimmen, geht alles auf die Vierstimmigkeit zurück. Und das hat sich nur im Christentum ausgebildet. Und wenn man denkt, zum Beispiel an Messias von Händel, an Halleluja von Händel, das hat ja automatisch ganz spontan den König in England dazu geführt, als es zum ersten Mal aufgeführt wurde, dass der aufstand. Darum ist es heute Sitte in England, immer wenn der Halleluja-Chor kommt im Messias, bei einer Aufführung, da stehen alle Leute sofort auf.
Aber wir müssen nicht denken, dass die Musik im Himmel so etwas ganz völlig anderes sein wird. Das ist wirklich das Höchste, was es an Musik auf Erden gibt. Und eben der Chor, da wird den himmlischen Chor nachsingen können. Ja, aber der langen Rede kurzer Sinn. Es ging uns darum, eben wieder zu zeigen, die Offenbarung hat diesen Sprachgebrauch. Menschen auf der Erde, die stehen vor dem Thron. Und Menschen und Engel im Himmel, die sind um den Thron herum. Und so haben wir also auch in Offenbarung 7 diese zwei Stufen. Auf der Erde und im Himmel. In Kapitel 7, Vers 9 sehen wir, sieht Johannes diese unzählbare Schar auf der Erde. Liest nochmals jemand? Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Ja, und jetzt kommt's. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Jawohl, also das sagen sie auf der Erde. Und jetzt wird der Himmel beschrieben, Vers 11. Und alle Engel standen rings um den Thron, und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen. Jawohl. Also, der Kontrast ist wichtig. In Vers 9, die Volksmenge steht einfach vor dem Thron. Aber in Vers 11, die Engel und die 24 Ältesten, die die Gemeinde symbolisieren, die stehen um den Thron her. Und natürlich, indem sie dann um den Thron her niederfallen, auf ihre Knie, auf ihr Angesicht, dann tun sie das auch vor dem Thron. Klar, darum haben wir auch das Wort vor hier. Aber grundsätzlich der Unterschied vor und um. Aber auch da haben wir quasi die himmlische Antwort. Zuerst die Volksmenge, die betet an: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Also nur Gott, der Vater und Gott, der Sohn, Jesus Christus, das Lamm, haben uns retten können aus der Drangsal. Das rufen sie und das wird beantwortet im Himmel. Alle Engel, die Ältesten, die vier Cherubim um den Thron Gottes her, das sind die vier lebendigen Wesen, fallen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht, beten Gott an und bestätigen die Anbetung auf der Erde. Amen. So sei es, so ist es. Und dann beten sie auch an die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also auch da ist irdische und himmlische Anbetung gerade direkt in einer Online-Verbindung, kann man sagen. Übrigens, wie viele Punkte erwähnen Sie im Himmel? 7 Punkte. Das war genau gleich wie schon in Kapitel 5, Vers 12. Da heißt es von den Engeln, sie sagen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Auch 7 Punkte. Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit. Ja, und jetzt, wo auf der Erde sieht Johannes die unzählbare Schar? Geografisch, wo? Im Tempel, wo steht das? Vers 15 liest du gerade vor. Jawohl, wieder vor dem Thron, ja? Mal klar, sie sind auf der Erde, aber sie stehen auf der Erde in Gottes Gegenwart, im Bewusstsein von Gottes Macht über alle Dinge. Das bedeutet es, dass sie vor dem Thron stehen. Denn es ist ja so, in der Offenbarung wird das größte Chaos beschrieben, das über diese Welt kommt. Und wenn man an dieses kommende Chaos, das sich heute so richtig beginnt abzuzeichnen, wo auch die Mächtigen nicht mehr wissen, wie man die Probleme lösen soll, ja, dann könnte man die Frage bekommen, ja, und ist Gott auch die Kontrolle entgangen? Und gerade in der Offenbarung wird der Thron Gottes so viel Mal erwähnt, etwa 40 Mal.
Immer wird vom Thron Gottes gesprochen. Das heißt, Gott ist noch auf dem Plan, wie es in einem Lied heißt, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Er hat die völlige Kontrolle. Nichts geht irgendwie seinen eigenen Weg. Gott steht souverän über allem. Und das anerkennen diese Leute, die durch die Drangsal gegangen sind. Sie stehen vor dem Thron, aber sie dienen Gott in seinem Tempel. Also nochmals, geografisch, wo sind sie? In Jerusalem. Dort wird ja der dritte Tempel stehen. Der dritte Tempel, den man heute vorbereitet, und ein großer Teil der Tempelgeräte sind bereits fertig gemacht. Ich habe ja auch schon erwähnt, auch die Steine des Brandopferaltars sind gerade auf dem Nachbarhügel, sind die aufgeschichtet, bereit. Bei einer günstigen Gelegenheit kann man sie gleich verschieben rüber auf den Tempelplatz. Die Steine sind einzeln aufgeschichtet, man kann sie also gerade rüberbringen. Und wir wissen ganz genau, wo der Altar auf dem Tempelplatz stehen muss, außerhalb der Oma-Moschee, gerade neben dem Kettendom nach Osten. Dort wird er aufgeschichtet werden und man kann sofort mit den Opfern beginnen. Und dann wird der dritte Tempel gebaut werden können. Gut, also das ist alles schon bereit, aber der Antichrist wird ja diesen Tempel entweihen, indem er sich selber in den Tempel setzen wird und sagen wird, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2. Und zweitens wird er ein Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz, das den kommenden Diktator von Europa darstellt. Und so wird der Tempelplatz entweiht werden und der Überrest, auch die 144.000, können dann nicht mehr opfern. Aber diese Opfer werden gestoppt werden für wie lange Zeit? Kann das jemand sagen, auf den Tag genau? 3,5 Jahre, aber noch ein bisschen genauer. Es ist ja so, die große Drangsalszeit wird 3,5 Jahre dauern. Und zwar, sagt die Bibel, 1260 Tage. Das sind die 3,5 Jahre nach Offenbarung 11. Aber in Daniel 12 wird eine größere Zahl erwähnt, 1290 Tage. Was haben die zu bedeuten? Können wir kurz aufschlagen. Daniel 12. Liest jemand ab Vers 9? Und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage. Jawohl, da haben wir es. Also, ab dem Moment, wo der Antichrist diesen Gräuel aufstellt, dieses Götzenbild, wird das beständige Morgen- und Abendbrandopfer wird gestoppt werden. Und von dort an dauert es 1290 Tage, dass eben dieses Opfer abgeschafft ist. Und dann wird es eingeführt werden. Das heißt, der Herr Jesus wird zurückkehren, genau am Ende der großen Drangsal von 1260 Tagen. Da greift er ein und 30 Tage später wird der Tempel schon wieder gereinigt sein und die Opfer werden wieder eingeführt werden. Aber der Herr wird dann in dieser Welt aufräumen und das geht dann in der ersten Phase noch ein bisschen länger. Darum lies weiter in Daniel 12. Jetzt kommt noch Vers 12. Ja. Glückselig. Glückselig, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der
4 Tage. Jawohl. Also, nach 30 Tagen wird das Opfer wieder eingeführt, aber dann dauert es nochmals 45 Tage. Und da muss man immer noch ausharren. Ist noch nicht einfach Ruhe und Frieden da, aber der Herr Jesus wird dann weltweit die ganzen Kriege zum Ende bringen. Und darum heißt es, glückselig wer 1335 Tage erreicht. Ja, und dann wird einfach gesagt, Daniel wird eben erst in der Endzeit auferstehen. Das ist jetzt noch nicht für ihn, für seine Zeit damals, sondern es ist alles für die Endzeit. Aber in der Endzeit wird er auch auferstehen und wird an diesen Dingen schließlich teilhaben. Ja, also kommen wir zurück zur Offenbarung 7. Diese unzählbare Schar ist also im Tempel in Jerusalem. Und es ist so, der Herr Jesus wird dann erklären, wie man die Pläne von Hesekiel über den Endzeittempel umsetzen muss. Der Endzeittempel wird in Hesekiel 40 bis 48 ganz detailliert beschrieben. Und im Judentum sagt man, wir verstehen nicht alles von diesem Plan. Und darum, wenn wir den dritten Tempel bauen, dann bauen wir einfach die Dinge, die wir verstanden haben, nach dem Hesekiel-Plan. Und das andere, das machen wir nach dem zweiten Tempel von früher. Aber eben, wir verstehen nicht alles. Und jetzt wird klar, in Zacharja 6, dort steht, dass der Messias, der Herr Jesus, den Tempel Gottes bauen wird. Er wird dann diesen dritten Tempel wieder einweihen und ausbauen nach den Plänen von Hesekiel. Und nach den Plänen in Hesekiel 40 bis 48 wird da ein dritter Vorhof dazukommen, der misst 1,5 auf 1,5 Kilometer. Das ist sensationell. Das heißt also, der Tempel wird dadurch etwa 17 Mal größer sein als der Tempel zur Zeit des Herrn Jesus. Und der Tempel zur Zeit des Herrn Jesus war ja schon eines der größten Bauwerke der Antike weltweit. Mit seinen 144.000 Quadratmetern, wo man alle berühmten Kathedralen von England unterbringen könnte und man hätte noch Raum übrig. Aber der wird 17 Mal größer sein. Warum? Es wird eben einen solchen großen Vorhof für die Völker brauchen, dass die kommen können. Und dann wird diese unzählbare Schar im Tempel Platz haben. Diese Schar aus allen Nationen, haben wir gelesen, Vers 9, Offenbarung 7, Vers 9, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Und übrigens, was interessant ist, dadurch, wenn man das so auf Jerusalem einzeichnet, diesen Plan von Hesekiel, wird klar, dass der Golgatha-Felsen wird in den dritten Vorhof hineinkommen. Das heißt also, wenn die dann kommen aus der großen Drangsal, sie gehen nach Jerusalem, dann werden sie dort den Golgatha-Felsen im Tempelbezirk drin integriert sehen und werden wissen, da ist das wahre Opfer dargebracht worden. Und wir lesen ja von diesen Leuten in Offenbarung 7, Vers 14. Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also die wissen, nur durch das Opfer des Herrn Jesus konnten wir gerettet werden. Und da sehen wir auch die Menschen in der Zukunft, die werden auf der gleichen Grundlage gerettet wie wir und auch die Menschen in der Vergangenheit. Ein Mensch wird nur gerettet, wenn er seine persönliche Schuld vor Gott erkennt, einsieht, bereut und im Gebet Gott bekennt. Und schließlich Gott dankt dafür, dass Jesus Christus stellvertretend die Strafe getragen hat. Dann wird man gewaschen durch das Blut des Lammes. Und jetzt wird hier gesagt, die dienen Gott im Tempel Tag und Nacht. Aber das ist eigenartig. Im Tempel, da war der Dienst immer tagsüber, nicht nachts. Außer eine Ausnahme. Am Laubhüttenfest. Da war das Fest Tag und Nacht. Und es war das größte Freudenfest überhaupt. Und
da hat man auch diese vier großen Leuchter im Frauenvorhof angezündet. Das sind Leuchter über 26 Meter hoch. Und dann gab es da oben vier große Gefäße mit etwa 9 Liter Olivenöl. Und abgetragene Priestergewänder wurden als Dochte verwendet. Und von dort wurde die Nacht hell erleuchtet. Und dann wurde Gottesdienst gefeiert im Frauenvorhof. Und zwar so, dass die ganze Nacht hindurch der Priesterchor und das levitische Orchester Psalmen aufgeführt haben. Und die alten Männer vom Sanhedrin, die haben dann Reigen aufgeführt. Die haben Fackeln in die Hand genommen zusätzlich und haben Reigen aufgeführt. Und es ist schon zu sagen, wenn die alten Brüder beginnen zu tanzen, dann ist es schon etwas Spezielles, nicht wahr? Aber interessant ist folgende Bemerkung: Das Volk hat nicht getanzt. Den Tanz im Tempel kennt man nicht. Und die einzige Ausnahme war die alten Männer. Die blieben schon nüchtern. Im Heidentum kennt man das. Das Tanzen und bis zum Abheben. Aber das ist ekstatisches Heidentum. Das kennt man im Tempel Gottes nicht. Aber diese besonderen Momente, eben beim Laubhüttenfest, wo Gott dreimal gesagt hat, du sollst dich freuen. Können wir das kurz mal aufschlagen? 3. Mose 23. Da werden die sieben Feste des Herrn beschrieben. Passa, das Erstlingsfest, das Pfingstfest oder Wochenfest, dann das Neujahrsfest, das Gedächtnis des Posaunenhalls, dann der große Versöhnungstag und schließlich das Laubhüttenfest. Als siebtes Fest, das alle Feste des Herrn zusammenfasste. Kann jemand lesen? 3. Mose 23, Vers 33 und 34. Jawohl. Und dann weiter in Vers 39. Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Darf ich kurz unterbrechen? Interessant. Das Laubhüttenfest wird hier einfach genannt, das Fest des Herrn. Ohne Zusatz. Das Fest, das ist das Laubhüttenfest, das alle Feste zusammenfasst. Jawohl, weiter. Am 1. Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmnägel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Ja, also Befehl, göttlicher Befehl, ihr sollt euch 7 Tage freuen. Das ist enorm. Aber das erinnert ganz an Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. 7 Tage freuen. Jetzt müssen wir 3. Mose 23 offen lassen. Und dazu schlagen wir auf, Offenbarung auch offen lassen. Und dann noch 5. Mose 16. Da wird auch noch erklärt, dass man sich eben freuen muss am Laubhüttenfest. Liest jemand 5. Mose 16, ab Vers 13. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Schelter eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Jawohl, also, da haben wir es in Vers 14. Du sollst dich freuen an deinem Festen. Ja?
Und weiter, Roland. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Jawohl, von Herzen fröhlich sein. Ganz wörtlich aus dem Hebräischen ist es nur fröhlich sein. Nur fröhlich, nichts anderes. 3-mal wird es also gesagt, man muss sich an diesem Fest freuen. Nur fröhlich sein sogar. Und jetzt sehen wir gleich noch deutlicher, dass diese unzählbare Schar, die kommt da in den Tempel nach Jerusalem, die feiern das Laubhüttenfest und die haben, was haben sie in den Händen? Palmzweige haben wir gelesen. Welchen Vers sagt das? Ich meine jetzt in Offenbarung 7. Vers 9. Ja? Und Palmen in ihren Händen. Das ist genau der Feststrauß am Laubhüttenfest. Jeder musste mit einem Palmwedel, einem Dattelpalmwedel, nach Jerusalem zum Fest kommen. Und da sehen wir also, Johannes sieht in der Vision, diese unzählbare Schar, die feiern das Laubhüttenfest, das Fest der Freude, und die kommen aus der großen Drangsal heraus, aus der schrecklichsten Zeit der Weltgeschichte. Und jetzt gehen die ins größte Freudenfest hinein. Ein gewaltiger Kontrast. Und die haben eben diesen Strauß. Und woher nimmt man diese Auffassung, dass man einen Strauß haben sollte am Laubhüttenfest? Das kommt von 3. Mose 23. Und zwar, Vers 40 haben wir ja schon gelesen. Die Sadduzäer, die haben gesagt, Vers 40 bedeutet einfach, dass man aus diesen Blättern, diese Blätter soll man verwenden für die Laubhütten. Ich war beim Laubhüttenfest, müssen ja alle in Hütten, Laubhütten wohnen. Und das sollte eine Erinnerung sein an die Wüstenwanderung. Denn da haben sie in Laubhütten gewohnt, mit Palmen, gedeckte Hütten. Also das Laubhüttenfest ist ein Rückblick auf die ganze Zeit von Gottes Fürsorge durch diese schwierige Zeit der Wüstenwanderung. Und jetzt sehen wir den Vergleich. Und die werden das Laubhüttenfest feiern in Jerusalem, im Gedenken an diese schrecklich schwere Zeit, durch die sie hindurchgehen mussten, durch die Drangsal. Also ganz analog wie die Wüstenwanderung Israels einst, nach dem Auszug aus Ägypten. Die Pharisäer, die haben gesagt, nein, das ist nicht die Beschreibung der Laubhütte. Und zwar haben sie argumentiert, in 3. Mose 23, 40, da steht, ihr sollt euch nehmen. Also das heißt, ihr müsst nehmen als Strauß. Ja? Und nun sehen wir Offenbarung 7. Bestätigt neutestamentlich, dass die Auffassung der Pharisäer korrekt war. Nicht alles, was die Pharisäer gesagt haben, war falsch. Der Herr Jesus hat ganz viele Dinge ganz massiv gegeißelt und hat die Irrtümer aufgedeckt. Matthäus 15, Markus 7 und so weiter. Matthäus 23. Aber das Neue Testament bestätigt, diese Auffassung war richtig. Dieser Feststrauß. Und jetzt, was bedeuten diese Dinge? Also das Erste ist, was wir kennen, die Palmzweige. Ja? Und zwar erinnern, das habe ich jetzt schon gesagt, die erinnern an die Wüstenwanderung selbst. Und sie erinnern auch daran, an Gottes unerwartete Freundlichkeiten. Ich war kurz nach dem Auszug aus Ägypten, da wird es schon schwierig in der Wüste, und dann plötzlich kommen sie an einen Ort namens Elim. Und da waren 70 Palmbäume und 12 Wasserquellen. Ich gebe die Stelle an, für die aufschreiben. Elim, 2. Mose 15, Vers 27. Also, das war so eine erfrischende Erfahrung der Freundlichkeit Gottes in den Schwierigkeiten des Lebens. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir offene Augen haben. Trotz aller Schwierigkeiten, die wir durchstehen müssen im Leben, dass wir ein offenes Auge haben für all diese völlig unverdienten und auch unerwarteten Freundlichkeiten Gottes.
Und daran erinnert beim Feststrauß eben der Palmwedel, der Dattelpalmwedel. Auch diese Menschen, die gehen durch die schrecklichste Zeit hindurch in der Zukunft und dann werden sie sagen, der Herr war so freundlich mit uns. Und wie er uns da zwischendrin wieder dieses Elim geschenkt hat. Aber es gibt noch mehr. Was muss man noch haben? Nach 3. Mose 23, Vers 40. Zweige von dicht belaubten Bäumen. Ja, was ist das? Eine Myrte. Das hat man im Judentum so erklärt. Dicht belaubte Bäume, das sind Myrten. Und die Myrte ist wirklich ein sehr dichter, dicht belaubter Busch. Ja, das ist die Myrte. Und dann können wir gleich noch zusammentragen, was ist das? Frucht von schönen Bäumen. Das ist der Etrog. Am Laubhüttenfest, wer schon in Jerusalem war, hat das erlebt vor dem Laubhüttenfest. Da geht man auf den Markt und da sieht man die Leute, wie sie so eine zitronenähnliche Frucht kaufen auf dem Markt. Aber die wird ganz kritisch geprüft und angeschaut. Die muss ganz perfekt sein, sonst legt man sie wieder zurück. Das ist also eine Zitronenart, Etrog. Und so wurde das immer verstanden. Also schöne Bäume, das sind Zitrusbäume mit Etrog. Das gehört mit zum Strauß. Und weiter, ich habe das schon irgendwo gehört, Das ist nicht mehr so schwierig. Das steht ja klar im Text. Also, auch noch von Bachweiden, müssen Zweige nehmen. Die Bachweide ist typisch für welche Region in Israel? Ja, Jordan-Mündung ins Tote Meer. Dort gibt es am Jordan viele solche Bachweiden und auch bei den Zuflüssen dort zum Jordan. Das ist typisch, also genau für den Punkt, wo Israel nach der Wüstenwanderung schließlich ans Ziel kam, das verheißene Land. Und die dicht belaubten Bäume, die Myrten, die erinnern an die Tatsache, als Israel ins Land kam, da waren die Kananiter hauptsächlich in den Tälern, in den Talebenen. Und die Israeliten, da wo sie die Kananiter nicht vertreiben konnten, mussten dann die Berge, die Hügel besiedeln. Aber die waren damals sehr dicht bewaldet. Und da mussten sie also sehr viel Wald kahl schlagen, mussten dann auch Terrassen bilden an den Hügeln, um eine Terrassenwirtschaft für die Ölbäume und Dattelpalmen und so weiter, mussten sie das so einrichten. Wenn man heute durch Israel reist, sieht man, Hügel gut, Landschaft gut beobachten, sieht man ständig diese Terrassen. Und die gehen also zeitlich zurück bis in die Epoche der Landnahme unter Josua. Und darum, also die dicht belaubten, die Myrten, die erinnern daran, wie das Volk Israel ins verheißene Land kam, es eroberte und das war eben so dicht bewaldet, eben fast urwaldartig. War das großes Dickicht, aber da haben sie das Land fort und fort eingenommen und praktisch in Besitz genommen. Und da sehen wir, also die ganze Geschichte der Wüstenwanderung bis zum Erreichen des Zieles und dann das Ziel selbst dargestellt in Palmen, Bachweiden, Myrten. Und dann bleibt noch die Bedeutung des Etrog. Der Etrog, diese Frucht, drückt aus, dass Gott durch all diese Mühe hindurch in den Herzen der Gläubigen Frucht gewirkt hat für ihn. Ich war in Galater 5, Vers 22 spricht über die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Freundlichkeit und so weiter. 9 Teile. Diese Frucht, und das sehen wir ganz besonders bei 2 Männern der Wüstenwanderung, wo man ganz so besonders schön sieht, wie Gott Frucht gewirkt hat. Wer war das? Josua und Kaleb, von denen der Herr sagt, sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt.
Ja, die haben auch all die Mühen mitgemacht wie den anderen, aber Gott konnte in ihrem Leben Frucht wirken. Und das wird ausgedrückt in diesem Etrog mit dem Strauß. Und jetzt wieder, wenn man diese Szene sieht, wie Johannes in der Vision, diese unzählbare Schar, Palmen in den Händen. Der Herr hat uns durch alles hindurchgeführt, er hat uns bis ans Ziel gebracht und er hat Frucht gewirkt in unserem Leben, zu seiner Ehre. Also da müssen wir nicht mehr fragen, warum hat Gott das und das zugelassen, sondern dann können wir sagen, wozu, zu welcher Frucht da, diese Frucht von schönen Bäumen. Übrigens, dass die Pharisäer richtig ausgelegt haben, sehen wir auch daran, in Nehemia 8, kann man für sich nachlesen, wird ein Laubhüttenfest zur Zeit von Nehemia beschrieben und wie sie Laub von verschiedenen Bäumen nahmen, um die Hütten zu konstruieren. Und da werden ganz andere Pflanzenarten erwähnt, in Nehemia 8. Nicht diese hier. Das hier, Vers 40, ist der Feststrauß. Aber die Laubhütte, das kommt dann auch eben noch dazu. Da konnten eben auch ganz andere biologische Arten dafür verwendet werden. Gut, also, nach der Traurigkeit diese größte Freude. Ein gewaltiger Kontrast. Und das war ja auch die Hoffnung der Hugenotten in der Verfolgungszeit, in der Reformation. Das war ja grauenhaft, was die Hugenotten jahrzehntelang durchgemacht haben. Die haben wirklich das Evangelium erkannt und sie wurden von der Kirche Roms brutal verfolgt. Das hat begonnen mit der Bartholomäusnacht. Da wurden etwa 30.000 Hugenotten umgebracht. Und dann ging das Gemetzel weiter, jahrzehntelang. Aber der Wahlspruch der Hugenotten war: Post tenebras, lux, nach der Finsternis das Licht. Das hat sie über Wasser gehalten. Und es ist genau die gleiche Haltung von dieser Volksmenge. Durch die schreckliche Zeit werden sie hindurchgehen, aber sie wissen, dann, nachher, kommt die große Freude. Und das entspricht auch ganz dem Weg des Herrn Jesus selbst. In Hebräer 12 lesen wir doch Vers 2, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und dann heißt es weiter, der Schande nicht achtend, wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Das ist genau dieser Gedanke. Er hat diese Freude gesehen, wenn einmal dann die Erlösten um sich haben wird und mit ihnen Gemeinschaft haben wird. Ich gehe diesen Weg bis zum Schluss, aber er sah diese Freude vor sich. Und so ist es eben auch wichtig in unseren Nöten, dass wir immer auch sehen das Ende. Das Ende kommt garantiert, das Licht kommt nach der Finsternis. Das ist nicht einfach so ein billiger Spruch, ja. Da kommt irgendwann mal ein Lichtlein und so auf dem Weg. Aber nein, wirklich, wir wissen, nach der Finsternis kommt das Licht. Und auch die große Freude, du sollst dich nur freuen. Übrigens hat man im Laubhüttenfest im Tempel immer die Psalmen 113 bis 118 verlesen, im Tempel, während des Festes. Und dann, wenn man zu Psalm 118, Vers 25 kam, dann muss das ganze Volk bereit sein. Mussten alle mitmachen. Mussten sie nämlich genau antworten. Können wir das kurz aufschlagen? Psalm 118. Vers 25. Wer liest? Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Jawohl. Ach Herr, hilf doch oder rette doch. Dann musste die ganze Volksmenge musste dann antworten. Also der Vorleser las: Anna Adonai Yoshianna, Anna Adonai Hatzlichanna. Und das Volk musste antworten: Anna Adonai Hoshianna. Hosianna.
Ja? Hoshi'anna, rette doch. Anna heißt bitte. Anna Adonai. Hoshi'anna, rette doch. Anna Adonai, bitte, Herr. Hatzlichanna, rette doch. Ist ein anderes Wort für, es gibt Hoshi'anna und Hatzlichanna. Heißt beides, rette doch, rette doch. Oder gib doch Gelingen, Hatzlichanna. Also das mussten sie so rufen und um Gottes Rettung bitten. Aber jetzt sehen wir in Offenbarung 7, die Volksmenge ist ja gerettet aus der Drangsal. Die beten nicht mehr Anna Adonai Hoshi'anna, sondern die sagen, Offenbarung 7, Vers 10, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Also das Heil bedeutet nicht, Gott soll das Heil bekommen, sondern das Heil gehört Gott. Er ist es, der Heil wirken kann, Rettung. Das ist Anbetung Gottes, die bezeugt, nur Gott kann retten. Oder wenn man das verstanden hat, was dieser Ausdruck eigentlich bedeutet, dann ist klar, dass Heil Hitler war Götzendienst. Denn dann wird Hitler quasi die Kraft des Retters zugeschrieben. Eine alte Französin aus dem Elsass, die hat mir erzählt, die hatte im Alter noch ADHS. Also die war sehr lebendig, ja, und das war sie noch viel mehr als junges Mädchen. Hat mir erzählt, damals in der Schule, als die Heil Hitler sagen mussten, hat sie gesagt, Hi Hitler. Damit wollte sie sagen, Gang Hi. Ja, also, so haben auch die Kinder belehrt, das könnt ihr nicht mitmachen. Eben, das ist Anbetung. Aber hier steht, das Heil unserem Gott. Aber sie bitten nicht mehr, Herr, rette doch. Sie haben es bekommen und sie ehren Gott, dass sie dieses Heil bekommen haben. Und im Himmel wird das eben bestätigt mit Amen und wird gesagt, die Segnung, die Herrlichkeit, die Weisheit, die Danksagung, die Ehre, die Macht, die Stärke unserem Gott. Er ist die Quelle von all diesen sieben Dingen. Jetzt gehen wir aber noch weiter. In Vers 15 liest doch nochmals jemand. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ja. Jetzt wird da in diesem Zusammenhang erklärt, dass der Herr Jesus, das Lamm Gottes, sie zu Quellen des Wassers des Lebens führen wird. Für Johannes, der ja vertraut war mit dem Tempel damals im ersten Jahrhundert, er hat das sofort verstanden. Genauso wie er sofort realisiert hat, in der Vision sieht er diese Menge mit ihren Palmwedeln. Natürlich, die feiern Laubhütten. Und jetzt da, das Lamm führt sie zu Quellen des Wassers des Lebens. Ja, das ist klar. Am Laubhüttenfest hat man das sogenannte Shoeva-Ritual durchgeführt. Shoeva heißt Schöpfen, also das Wasserschöpfritual. Da ging ein Priester vom Tempel her mit einem goldenen Krug. Ich habe hier ein Buch mitgebracht mit den wiederhergestellten Tempelgeräten. Und kann man mal in der Pause dann nachschauen. Dieser Krug für den zukünftigen Tempel, wenn man das Ritual wieder machen wird, ist auch da zu finden, diese goldene Flasche. Goldenen Krug, muss ich sagen. Dieser Priester nahm diesen Krug, ging vom Tempel runter, vom innersten Vorhof durch das Wassertor, dann ging er über den Robinsonbogen, durch die königliche Säulenhalle, über den großen Robinsonbogen, wo man heute noch den Ansatz sehen kann, an der äußeren Tempelmauer, ging er runter und dann diese lange Treppe runter in die Davidstadt.
bis zum Siloer Teich. Und dann hat er dort im Siloer Teich Wasser geschöpft. Und eine riesige Volksmenge hat ihn begleitet und die haben gejauchzt dabei. Bei diesem Ritual hat er Wasser geschöpft. Und interessant ist ja, hier steht Wasser schöpfen aus den Quellen, ausleiten zu den Quellen des Wassers des Lebens. Das ist eine Mehrzahl. Der Siloer Teich hat Wasser woher? Aus welcher Quelle? Gichon. Aus der Gichon-Quelle. Das ist eine ganzjährige Quelle, die war im Alten Testament, das war das die Wasserversorgung von Jerusalem. Dort übrigens wurde König Salomo zum König gesalbt. Erster Könige 1. Und diese Quelle führt das Wasser über den Hiskia-Tunnel, 533 Meter, in den Siloer Teich. Aber es gab noch eine zweite Quelle, die auch Wasser gibt. Also war es wirklich Quelle in der Mehrzahl. Und da muss man wissen, lebendiges Wasser, Wasser des Lebens, das ist auf Hebräisch der normale Ausdruck für Quellwasser. Also auf modern Hebräisch, wie sagt man Quellwasser? Mayim Chayim, wörtlich Wasser des Lebens. Das fließende, frische Wasser, das ist Wasser des Lebens. Also, es ist genau die Beschreibung von entsprechenden Priester, der da den ganzen Weg runtergeht bis zum Siloer Teich und dort Wasser geschöpft hat und dann wieder über diese Treppe hinauf zum Tempel ging. Begleitet von der Volksmenge. Und diese Treppe hat man jetzt ja in den vergangenen Jahren ausgegraben. Die hat man gefunden, original. Also wir waren gerade wieder vor kurzer Zeit, sind wir diese Treppe da raufgegangen. Das ist übrigens auch der gleiche Weg, den der Blindgeborene in Johannes 9 ging. In Johannes 8 kommt der Herr Jesus am Schluss gerade aus dem Tempel heraus. Das war bei der schönen Pforte, das ist der Haupt-Ein- und Ausgang für das Volk. Und dann dort sahen die Jünger den Blindgeborenen. Und haben gefragt, warum ist der blind geboren? War er schuldig oder seine Eltern? Und der Herr Jesus erklärt, wie das richtig ist. Und macht dann eben diese Salbe aus Erde und Speichel und sagt, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Und er ging hin. Man fragt sich, aber ein Blindgeborener, so schwierig, wie kommt der da zum Siloer Teich und den Weg wissen? Kein Problem. Dort gab es ja gerade diese Treppe, die ging direkt runter. Muss einfach die Treppe runter schleichen und dann kam er zum Siloer Teich, auswaschen und dann hat er wieder gesehen. Und also das ist der Weg, eben, der dann wieder die Volksmenge mit dem Priester zurückgehen, wieder über den Robinson-Bogen, durch die königliche Säulenhalle, dann hinein durchs Wassertor zum Altar. Und auf dem Altar, in der südwestlichen Ecke, da stand ein kleines Gefäß. Das ist hier auch abgebildet, kann man in der Pause nochmal schnell anschauen. Ein ganz kleines Silbergefäß. Und dort hat er das Wasser eingegossen. Aber das Gefäß hat unten ein Loch, und dann fließt das Wasser raus auf den Boden runter. Und alle haben gejubelt. Aber was bedeutet das? Die Rabbiner haben gesagt, dieses Wasser spricht von dem Heiligen Geist, den Gott einmal in der Endzeit über Israel ausgießen wird. Also sie haben dieses lebendige Wasser mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Und das Laubhüttenfest war ja auch immer der Moment, wo man gebetet hat für die kommende Regenzeit. Also normalerweise nach dem Laubhüttenfest, das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen vorbei, soll die Regenzeit beginnen, der Frühregen, das ist der Beginn der winterlichen Regenzeit und der Abschluss wird dann genannt der Spätregen. Und so betet man am Laubhüttenfest für den beginnenden Regen, eben den Frühregen und auch da haben die Rabbiner erklärt, dieser Regen ist ein Bild von der kommenden Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel. Und jetzt können wir aufschlagen Johannes 7. Johannes 7 beschreibt gerade das Laubhüttenfest, wo der Herr Jesus dahin gegangen ist. Und am siebten Tag,
Das war der Höhepunkt. Und auch da wurde wieder dieses Shoeva-Ritual durchgeführt. Und dann geschah etwas ganz Besonderes. Wer liest Johannes 7, 37 bis 39? An dem letzten großen Tag, dem Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ja, also in dem Zusammenhang kommt der Jesus, steht plötzlich im Tempel auf. Muss ich vorstellen, Tausende, Abertausende im Tempel versammelt. Und dann ruft er. Es ist ganz selten, dass der Herr Jesus in der Bibel ruft. Aber es gibt einige besondere Momente, die kann man für sich heraussuchen, wo der Herr Jesus ruft. Und da war es. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das ist genau wie dieses Gefäß. Und in der Bibel wird der menschliche Körper an verschiedenen Stellen mit einem Gefäß verglichen. Trinkt. Das Wasser wird mit dem goldenen Krug hineingeleert. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, das sagte er von dem Heiligen Geist, den die Gläubigen dann an Pfingsten empfangen sollten. Und so haben die Gläubigen die Erfüllung des Laubhüttenfests schon damals mit Pfingsten erfahren dürfen. Aber der Herr Jesus hat die ganze Symbolik hier erklärt und eben auf dieses Wasserschöpfritual Bezug genommen. Und eben in Offenbarung 7 sehen wir, wie der Herr Jesus das Lamm sie führt. Hier steht nicht der Hirte, sondern das Lamm. Aber das Lamm tut genau das, was der Hirte tut. Er führt quasi diese Herde runter zu den Quellen und wieder hinauf. Warum wird er hier nicht Hirte genannt, sondern Lamm? Etwa David sagt als erfahrener Hirte im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Also David kannte nicht nur die Erfahrung, Hirte zu sein, er kannte es auch die Erfahrung, ein Schaf zu sein in der Herde des guten Hirten. Und der Herr Jesus ist der gute Hirte. Aber er hat unseren Platz eingenommen und er wurde das Lamm Gottes am Kreuz für uns. Und er hat also genau erlebt, wie es ist, für uns Menschen in dieser Welt zu leben. Wie es für Gläubige ist, eben quasi ein Schaf zu sein, das selber Führung und Unterstützung und Stärkung braucht. Der Jesus hat sich freiwillig so erniedrigt und unseren Platz eingenommen als ein wirklicher Mensch auf Erden, der auch Hunger gehabt hat, müde gewesen ist. Und wir lesen sogar in Lukas 23 im Garten Gethsemane, dass ein Engel ihn gestärkt hat, als Mensch. Ja? Und so wird eben hier beschrieben, der gute Hirte als Lamm, der selber alles erlebt hat und weiß, wie es ist, eben durch Mühe, durch Nöte hindurchzugehen, aber wie wunderbar es ist, eben geführt zu werden. Er ist der Führer und dann wird noch hinzugefügt, und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Alles, was sie erlebt haben, darüber werden sie getröstet werden. Wir fahren nach der Pause an diesem Punkt weiter. Jetzt machen wir 20 Minuten Pause. In der Pause wurde die Frage gestellt, ob diese unzählbare Schar das Evangelium des Reiches Gottes gehört hat oder das ewige Evangelium. Es ist so, wir haben gelesen in Vers 9, dass Gott aus jeder Nation, aus jedem Stamm, aus allen Völkern und Sprachen Menschen retten wird. Wir haben aber in früheren Bibelklassen schon deutlich gesehen, aufgrund von 2. Thessalonicher 2 erkennt man, dass die Menschen, die heute das Evangelium gehört haben,
nach der Entrückung der Gemeinde keine Möglichkeit haben werden, sich zu bekehren. Also wer das Evangelium gekannt hat, der wird schließlich durch den Antichristen verführt werden. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit annahmen, damit sie gerettet würden. Und trotzdem steht jetzt hier, dass eine unzählbare Schar von Menschen durch die Drangsal gehen werden. Das ist kein Widerspruch, sondern bedeutet, dass diese Menschen das Evangelium noch nicht gehört haben vor der Entrückung. Nach der Entrückung wird der gläubige Überrest aus Israel, die 144.000, die werden evangelisieren. Ganz speziell in Israel. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Aber wir müssen auch damit rechnen, all die Bibeln und Schriften, die weltweit verbreitet worden sind, die werden auch ihre Auswirkung haben, nachher. Und dann kommt eben dazu das ewige Evangelium. Wir kommen darauf, auf dieses Thema, erst in Offenbarung 14. Aber ich kann mal kurz vorab sagen, das ewige Evangelium, das ist das Kernevangelium, wodurch Menschen gerettet werden können, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Wir werden sehen, das ewige Evangelium handelt ganz besonders davon, dass Gott sich durch seine Schöpfung geoffenbart hat. Und eben auch durchs Gewissen. Das ist das, was auch ausdrücklich in Römer 1 und 2 behandelt wird. Da sehen wir, Heiden, die nie etwas vom Evangelium gehört haben, die können durch die Schöpfung erkennen, dass es einen Schöpfergott gibt. Und Römer 2 sagt, dass die Heiden, auch ohne die Gebote der Bibel zu haben, haben in ihrem Gewissen die Gebote Gottes eingeschrieben. Die wissen, dass das Töten falsch ist. Die wissen, dass das Lügen falsch ist. Und so weiter. Und so hat der Mensch eben die Möglichkeit, sich als Sünder zu erkennen vor dem Schöpfergott. Und wenn er seine Schuld dem Schöpfergott bekennt, wird er gerettet. Er hat dann noch nie etwas von Jesus Christus gehört. Und so können Heiden auch gerettet werden. Und das wird natürlich auch eine Rolle spielen in der Zeit nach der Entrückung. Und das Resultat sehen wir hier. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen. Und wenn man denkt, es gibt etwa 7000 Sprachen, ohne die Dialekte zu zählen, ist fantastisch. Gut, manchmal ganz, ganz kleine Sprachgruppen, wo nur noch wenige Leute dazu gehören. Aber wenn man denkt, auch die Anzahl von Stämmen, man hat weltweit bei weitem noch nicht alle Stämme erreicht. Und trotzdem steht hier, aus allen Stämmen wird Gott Menschen retten. Das ist wunderbar. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, Jesus Christus kann gar noch nicht kommen, denn es heißt ja in Matthäus 24, das Evangelium des Reiches muss gepredigt werden, eben allen Völkern, und das ist ja noch nicht geschehen. Aber in Matthäus 24, Vers 14, steht eben nicht allen Völkern. Es steht dort, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Ich weiß, Luther hat dort allen Völkern, aber das griechische Wort ist ethnos, Mehrzahl ethnoi. Und das bezeichnet laut dem Standardwörterbuch von Neida, es bezeichnet die größte soziale Einheit. Das heißt also, das, was wir als Nation bezeichnen, wie zum Beispiel Russland, das wäre Ethnos. Aber eine solche Einheit besteht aus vielen Völkern. Und der typische Ausdruck auf Griechisch für Volk ist Laos. Und der Herr Jesus sagt nicht allen Völkern zu einem Zeugnis, sondern allen Nationen. Und das ist bereits geschehen im 20. Jahrhundert, dass wirklich alle Nationen der Welt erreicht worden sind. Aber noch nicht alle Volksstämme. Man unterscheidet etwa 10.000 verschiedene Völker. Aber Nationen etwa 200.
Sie sind alle erreicht, aber nicht alle Völker und schon gar nicht alle Stämme. Aber das wird nicht als Voraussetzung gesagt, dass alle erreicht werden müssten, dass dann erst dann das Ende kommen wird, sondern alle Nationen werden erreicht und dann wird das Ende kommen. Also, das ist bereits so erfüllt. Und trotzdem, Offenbarung 7 zeigt, dass Gott nicht nur aus allen Nationen Menschen retten wird, sondern aus allen Stämmen und Sprachen. Das ist wirklich wunderbar. Aber es gibt keine Allversöhnung. Die Lehre, dass Gott schließlich alle Menschen retten wird, ist eine Irrlehre. Aber dass Gott aus allen Stämmen und Sprachen Menschen rettet, die sich bekehren, das ist Gottes Wahrheit. Gut, kommen wir zurück. Ja, gerne. Wenn der Überrest evangelisiert, also die 144.000, die wissen um Golgatha und die werden Jesaja 53 richtig verstehen. Das ist der Messias für unsere Sünden hier in Jerusalem gestorben. Das werden sie. Und die werden eben das Neue Testament kennen. Darum sagte der Herr Jesus in Matthäus 24, da sagt er im Blick auf die große Drangsal, ich lese Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und nachher kommt es in Vers 21, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Also der Jesus spricht diese Gläubigen an. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, dieses Götzenbild vom Antichristen auf dem Tempelplatz seht, dann wisst ihr, jetzt kommt die große Drangsal. Und Matthäus betont, wer es liest, der beachte es. Dann müssen sie fliehen auf die Berge und nach Jesaja 15 werden sie dann fliehen nach Moab, ins heutige Jordanien, auf der anderen Seite des Toten Meeres. Dort werden sie dann verschont werden während der großen Drangsalszeit. Aber die lesen das Neue Testament und die predigen wirklich, dass Jesus Christus der Messias ist. Gott wird diese Erweckung bewirken nach der Entrückung der Gemeinde. Gut, heute gibt es bereits 400.000 bis 500.000 bekehrte Juden. Weltweit. Und die meisten sind aber im Ausland, nicht in Israel. Die messiasgläubigen Judengemeinden in Israel schätzt man auf etwa 15.000. Niemand weiß ganz genau die Zahl. Etwa 15.000, das ist nicht so viel. Wobei, bei der Staatsgründung 1948, da sprach man von einer Handvoll bekehrten Juden im Land. Und diese Entwicklung ist doch schön. Aber im Vergleich zur Anzahl von Bekehrungen unter den Juden in USA und Kanada, ist das dann noch ein Nichts. Da kann man wirklich von einer Erweckung unter Juden sprechen heute. Aber die bekehrten Juden heute, die werden alle gehen bei der Entrückung, weil die zur Gemeinde gehören. Und dann nach der Entrückung im Land Israel wird Gott den Überrest, die 144.000, zur Bekehrung führen. Und die werden dann wirklich erkennen, Jesus von Nazareth ist der Messias. Ja, und da gibt es schon interessante Vorbereitungen. Vor einiger Zeit ist ja ein ganz berühmter Rabbi gestorben in Israel, sehr verehrt war, und er hat ein Kuvert hinterlassen und gesagt, man darf erst in einem Jahr öffnen. Und dann hat man das geöffnet und da stand, der Name des Messias ist Yeshua. Das hat Protest und Empörung ausgelöst. Warum schreibt der das? Aber eben, das ist nur etwas, aber es gibt noch viel, viel mehr, das hinweist auf ganz interessante Entwicklungen in Israel. Aber diese Erweckung, die kommt erst nach der Entrückung. Nur, ich meine, die Entrückung könnte heute sein. Wir müssen jeden Tag denken, vielleicht heute. Und dann muss es ja losgehen. Gut, jetzt kommen wir nochmals zurück auf diese Schar, diese unzählbare Schar,
die das Schrecklichste erlebt, die schrecklichste Zeit erleben wird, die man sich vorstellen kann. Und dann heißt es so schön in Kapitel 7, Vers 17, und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das ist schon wunderbar, dass die werden herauskommen und trotzdem wird Gott nochmals Tränen abwischen. Das erinnert einen so an die Erfahrung mit kleinen Kindern. Die machen sich weh und sind so tapfer. Und wenn man dann Mitgefühl zeigt, plötzlich dann kommen die Tränen. Aber auch da, die werden sehen, wie der Herr alles mitempfunden hat mit ihnen. Und dann werden auch noch die allerletzten Tränen werden von Gott selber abgewischt werden. Und das mit den Tränen ist ja sowieso etwas sehr Kostbares, weil nur Menschen vergießen aus Traurigkeit Tränen. Das gibt es im Tierreich nicht. Also wenn einer wissen will, was der Unterschied ist zwischen einem Affen und einem Menschen, dann kann man ihm mal erklären, Affen vergießen keine Tränen, wenn sie traurig sind. Aber es gibt noch ein paar andere Unterschiede, natürlich. Aber das ist einer, das ist so menschlich. Und darum ist es eigentlich schade, dass es Männer gibt, die sich schämen, Tränen zu vergießen. Aber von dem Herrn Jesus heißt es selbst in Johannes 11, Jesus vergoss Tränen. Und das hat Gott uns Menschen gegeben, um die Traurigkeit auszudrücken. Natürlich, man spricht von Krokodilstränen, aber das sind eben Krokodilstränen. Die haben gar nichts zu tun mit Gefühl. Erstmal, ein Krokodil hat sowieso kein Gefühl. Das ist wie eine Maschine. Also wer schon mal mit Krokodilen gespielt hat. Ich habe das natürlich nicht in der Schweiz gemacht. Da käme ja der Tierschutzverein. Aber in Thailand kann man das. An der Angelrute lässt man so Fischköpfe runter. Die sind ganz unbeweglich unten. Keines bewegt sich. Und plötzlich kommt der Fischkopf, passiert nichts. Plötzlich. Und die haben ihn fast gehabt. Oder ganz, ja. Also unglaublich, aber kein Gefühl. Natürlich, das sind diese Kaltblüter. Auch wenn einer Schlangen züchtet. Der muss natürlich nicht meinen, dass er dann irgendwelche Erfahrungen macht wie ein Hundebesitzer. Hundebesitzer, die können etwas erzählen, wie ein Tier wirklich ein Gegenüber, natürlich, das kann nicht die Heirat ersetzen. Das geht nicht. Gott hat ja auch die Tiere zu Adam gebracht und es wird ganz klar gesagt, er fand keine Hilfe ihm entsprechend. Also man kann nicht einen Hund nehmen als Ersatz für eine Frau oder für einen Mann. Das geht nicht. Aber es ist eine Beziehung da. Das ist wirklich ganz etwas Besonderes. Aber das kann man mit Schlangen nicht haben. Und nun, Krokodilstränen, die haben nur, das ist nur ein physiologischer Prozess von Austausch im Körper. Nichts zu tun mit Emotionen. Aber beim Menschen ist das ganz anders. Und für Gott nimmt die so ernst, die Tränen. Und in den Psalmen lesen wir sogar von einem Buch, in das Gott die Tränen aufschreibt. Also Gott nimmt Notiz und das wird festgehalten und das wird alles später nochmals besprochen werden. Das ist ja wunderbar. Auch die verborgenen Tränen sieht Gott und sie werden festgehalten. Und eben schließlich wird Gott auch jede Träne abwischen von ihren Augen. Ja, und das eben wird gerade in Verbindung gesagt mit Vers 16, sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Hat natürlich auch eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist im Herbst, nachdem die Sommerhitze vorbei ist. Also Juli ist schon längst vorbei, wenn man Sukkot feiert in Israel. Und wir hatten im Juli 47 Grad am Toten Meer. Da kann man schon etwas erzählen von Hitze. Und gut, natürlich bei 0% Feuchtigkeit. Man erträgt das schon besser. Aber eben, das ist
alles vorbei, all diese Glut der Drangsal, und dann bringt das Lamm diese Volksmenge zu dem Wasser des Lebens. Gott wischt alle Tränen ab. Ja, gibt es noch Fragen? Dann möchte ich aber noch etwas lesen zu diesem Wasserschöpfritual. Im Judentum hat man das begründet mit Jesaja 12. Ich war in 3. Mose 23 bei der Beschreibung der Feste, wird ja von diesem Wasserschöpfen nichts gesagt. Das kommt von Jesaja 12. Können wir das lesen? Und das bezieht sich auf das tausendjährige Reich, wenn der Herr Jesus als Messias eben regieren wird, wenn der Hesekiel-Tempel stehen wird. Aber man hat das genommen, diese Anweisungen, und hat das schon früher im Tempel als Festhandlung gefeiert. Liest jemand Jesaja 12, ganz kurzes Kapitel? Vielleicht am Mikrofon bitte. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werdet sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan, das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Ja, danke. Vers 3, und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, sehen wir wieder, Plural, aus den Quellen des Heils. Und schöpfen ist das Wort Sha'av, und davon kommt Sho'eva, eben das Sho'eva, das Schöpfritual. Aber hier in Jesaja 12, die eigentliche Bedeutung geht eben aufs tausendjährige Reich und entspricht genau dem, was wir in Offenbarung 7 finden. Und jetzt noch eine ganz wichtige Sache. Eigentlich erstaunlich, dass das nicht schon früher gekommen ist. Ja, also die da aus den Heidenvölkern feiern Laubhüttenfest. Sollen wir auch nach Israel gehen und Laubhüttenfest feiern? Nein. Warum? Warum nicht? Weil wir das nicht eine Gemeinschaft haben. Hebräer 13. Ja, erstmal Hebräer 13 ruft ja die gläubigen Juden zur Absonderung vom orthodoxen Judentum auf. Das heißt, sie können nicht Gottesdienstgemeinschaft haben. Hebräer 13, Vers, liest du mal vor. Ja, lies ab Vers 12. Jawohl. Also es war für Messiasgläubige Juden bis zum Hebräerbrief im Jahr 62 ganz normal. Man ging in die Gemeinde, man ging auch in die Synagoge. Das sind wir im Jakobusbrief. Jakobus 2 wird gesprochen über die Synagoge. Da kommt ein Reicher rein und dem sagt man, oh, bitte sitzen Sie hierher. Und dann kommt ein Armer rein und sagt, kannst du da auf dem Boden sitzen? Und dann in Jakobus 5 spricht er über die Ältesten der Gemeinde, der Ekklesia. Nebeneinander, Synagoge und Gemeinde. Jakobusbrief richtet sich übrigens an jüdische Gläubige aus allen 12 Stämmen. Jakobus 1,1. Und es war auch für Paulus ganz normal, dass er da in Apostelgeschichte 21 die
die Kosten übernommen hat für Opfer von 4 Brüdern der Gemeinde, die ein Nazirägelübde hatten. Und dann übernimmt er die Kosten. Er hat auch Timotheus, weil er jüdisch war, beschnitten, Apostelgeschichte 16. Aber der gleiche Paulus hat den Galaterbrief geschrieben. Und zwar war das sein erster Brief, gerade am Ende der ersten Missionsreise. Und dort ging es um das Problem, da kamen jüdische Lehrer zu den südgalatischen Gemeinden, Derbe, Lystra, Ikonium, das ist dieses Gebiet. Die haben gesagt, toll, jetzt seid ihr so gläubig geworden an Gott und die Bibel. Aber jetzt müsst ihr euch noch beschneiden lassen, als Nichtjuden. Und ihr müsst jetzt auch beginnen, die jüdischen Feste feiern. Passa und so weiter, bis Laubhüttenfest. Und dann schreibt der Apostel Paulus seinen Galaterbrief. Und da sagt er, dass diese Irrlehrer unter dem Fluch Gottes stehen. Also ganz scharf in Galater 1. Und schließlich in Galater 4, können wir das kurz aufschlagen? Galater 4, Vers 10. Ja, vielleicht des Zusammenhangs wegen. Galater 4, Vers 8, ja. Da wird klar, Paulus spricht zu Gläubigen, die aus den Heiden gekommen sind. Ja, gerne. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also er sagt ganz klar, Jetzt beginnt ihr all diese Feste im Jahresablauf zu feiern. Jetzt muss ich mich fragen, ob eure Bekehrung echt war. Und da wird also im Galaterbrief ganz deutlich gemacht, das geht nicht. Nicht-Juden dürfen sich nicht unter das Gesetz stellen und dürfen nicht ins Judentum eingeführt werden. Also man muss zwischen der Gemeinde und Israel ganz klar unterscheiden. Aber der Apostel Paulus als Jude hatte eine spezielle Haltung und die finden wir in 1. Korinther 9 am Schluss, da sagt er, ich bin denen, die unter Gesetz sind, geworden wie unter Gesetz, obwohl ich selber nicht unter Gesetz bin. Also er ist ein Juden geworden wie ein Jude, um so viele wie möglich zu retten. Und das hat sich gezeigt in der Judenmission, das ist ganz wichtig, dass bekehrte Juden eben ganz klar zum Ausdruck bringen, dass sie nicht den Glauben der Väter verleugnet haben durch ihre Bekehrung. Und darum ist es auch in Israel üblich, dass messiasgläubige Juden, dass die Passa feiern. Aber nicht, weil sie unter Gesetz stehen. Das wäre eine falsche Motivation. Sondern um ihre Volksgenossen fürs Evangelium zu gewinnen. Ganz nach 1. Korinther 9. Aber was dann absolut nicht geht, ist, wenn jetzt messiasgläubige Juden in Israel nicht Juden einladen, kommt und jetzt feiern wir zusammen diese Feste. Und dann geschieht ihm genau das, was im Galaterbrief ganz klar verurteilt wird. Die Gemeinde soll nicht ins Judentum, auch nicht schleichend ins Judentum hineingeführt werden. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und sonst bekommt man ein Chaos. Und wir leben in einer Zeit, wo wir ein völliges Chaos haben. Aber sehen wir, wenn wir jetzt die Offenbarung studieren, dann sehen wir, die Entrückung ist bereits geschehen, Kapitel 4, Vers 1. Die 24 Ältesten, die Gemeinde, ist im Himmel. Und dann erweckt Gott Israel, die 144.000. Und Gott ruft aus allen Völkern und Sprachen Menschen heraus, rettet sie. Und die werden dann nach Jerusalem gehen zum Laubhüttenfest,
so wie das in Sacharja 14 auch gesagt wird. Können wir das kurz aufschlagen? Sacharja 14, die Wiederkunft des Herrn Jesus auf dem Ölberg in Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Vers 5, ganz am Schluss. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Jesus Christus wird mit allen Gläubigen des Alten Testaments, die auch bei der Entrückung auferstehen werden, und der Gemeinde wird er kommen. Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Und dann kommt das mit dem Laubhüttenfest. Kann jemand lesen ab Vers 16? Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn eins von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten. Über diese wird kein Regen kommen. Ja, und so weiter. Also hier sehen wir, dass Menschen aus den anderen Völkern, die werden das Laubhüttenfest feiern. Und die werden jährlich nach Jerusalem gehen zum Hesekiel-Tempel. Das ist nach Gottes Plan. Aber jetzt sieht man auch, wie wichtig es ist, eben, dass man die verschiedenen Heilszeitalter in der Bibel unterscheidet. Sonst kriegt man ein heilloses Durcheinander. Man muss das unterscheiden und klar sehen, das ist eine andere Zeit. Und das dürfen wir nicht auf heute anwenden. Und sagen, ja, jetzt müssen wir nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das ist falsch, das stimmt nicht. Das wird kommen, aber es ist eine ganz andere Ordnung und wir gehören zur Gemeinde und sollen das nicht vermischen. Wir müssen in der biblischen Betrachtung unterscheiden zwischen Israel, den Völkern und der Gemeinde. In einem Vers, so schön zusammengefasst, findet man diese drei Gruppen in 1. Korinther 10. Wenn wir das kurz noch aufschlagen könnten. 1. einem ganz bestimmten Zusammenhang steht das. 1. Korinther 10, Vers 32. Wir sollen alles zur Ehre Gottes tun, steht in Vers 31. Und dann Vers 32, liest das jemand vor, bitte. Jawohl. Diese drei Gruppen muss man ganz klar unterscheiden. Juden, also das Volk Israel, das immer noch eine Zukunft hat, das Gott nicht einfach für alle Zeiten auf die Seite gestellt hat. Die Juden, dann Griechen, das sind die Nichtjuden, die Heiden und dann die Gemeinde. Aber wenn man diese Dinge miteinander vermischelt, dann kommt man nachher nicht mehr raus aus der Bibel. Jetzt habe ich gesehen, jemand wollte schon seit längerer Zeit da hinten eine Zwischenfrage stellen. Ja, darum habe ich das ja auch so gesagt. Ja, natürlich, wenn wir nach Israel gehen, dann kriegt man alle diese Feste ganz direkt mit. Aber es ist etwas anderes, ob man die Rituale selber mit durchführt. Ich meine, wenn man in eine Synagoge geht und einen Synagogengottesdienst miterlebt als Beobachter, ist das etwas ganz anderes, als wenn man Teil des Gottesdienstes ist. Und das zu erleben und zu wissen, wie das geht, das ist für einen Christen eine hilfreiche Sache. Man versteht gewisse Dinge besser, kann sie besser einordnen.
aber eben die Rituale auszuüben und dazu zu gehören, das ist etwas anderes. Und dort ist das Problem. Ja, da hinten noch. Wie ist das mit dem Sabbat? Da muss man auch ganz klar sagen, das ist eine falsche Lehre, wenn man die Christen, also die zur Gemeinde Gottes gehören, unter das Sabbatgebot stellt. Weil das Sabbatgebot ausdrücklich nur für Israel ist. Schlagen wir auf, 2. Mose 31, Vers 15. 6 Tage soll man Arbeit tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat der Ruhe, heilig dem Herrn. Wer irgend am Tag des Sabbats eine Arbeit tut, soll gewisslich getötet werden. Und die Kinder Israel sollen den Sabbat beobachten, um den Sabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern, ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel, ewiglich. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Ganz klar, sagt Vers 17, ein Zeichen zwischen Gott und den Kindern Israel. Nicht zwischen Gott und der Menschheit. Und darum ist es eine vollkommen falsche Lehre, wenn man sagt, ja, das gilt jetzt auch für die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht Israel und die Gemeinde hat nicht Israel ersetzt. Wir müssen alles an seinem Platz lassen und dann bekommt es eben seine Bedeutung, seinen Sinn. Und jetzt wird auch klar, warum nirgends im Neuen Testament an die Gemeinden gerichtet etwas gesagt wird von einem Sabbatgebot. Nirgends. Aber im Gegenteil, Kolosser 2 sagt, niemand verurteile euch im Blick auf Sabbate. Also niemand soll euch irgendwie verurteilen, weil ihr keine Sabbate feiert. Und auch andere Feste werden dort erwähnt. Eben, weil die Gemeinde nicht unter dem Gesetz vom Sinai steht. Da wollte noch jemand was sagen? In den Mosebüchern steht ja, dass solche verurteilt werden, die solche Feste mitmachen als Ausländer, oder? Also, ja, schon im Alten Testament galt zum Beispiel das Passafest, 2. Mose 12. Wenn ein Fremdling daran teilnimmt, der nicht beschnitten ist, dann stand das unter Todesstrafe. Das ist auch noch speziell, oder? Da müsste man die Leute fragen, ja, halt, wie macht ihr da? Gut, dann können sie nur sagen, aber wir haben ja kein Passalam gegessen. Ja, natürlich, isst niemand am Passa. Kein Jude isst Passalam. Gibt es ja auch nicht mehr seit dem Jahr 70. Weil die Passalämmer mussten ja geschlachtet werden beim Altar im Tempel. Und ab dem Jahr 70 hatte man den Tempel nicht mehr, konnte man keine Passalämmer mehr schlachten. Seither feiert man Passa ohne Blut. Und man hat einfach so symbolisch einen Knochen auf dem Teller. Ja, das wäre es. Wie ist es denn da mit den 10 Geboten? Das ist ja jetzt dann auch sehr fraglich, wenn du sagst, Ja, genau. Was ist jetzt mit den 10 Geboten? Jetzt müssten wir gerade noch eine Stunde dazu haben und wir sind schon über der Zeit. Aber ganz kurz. Die 10 Gebote sind eine Zusammenfassung des Gesetzes vom Sinai. Jetzt aber, die Christen stehen nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Das sagt Römer 7 ganz klar. Wir sind nicht unter diesem Gesetz. Aber sind wir gesetzlos? Nein. In Galater 6 sagt der Apostel Paulus, einer trage des anderen Lasten und also werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz des Christus. Das ist ein ganz wichtiger Ausdruck aus der rabbinischen Literatur. Zum Beispiel im Midrash Kohelet, das ist ein Kommentar zum Buch Prediger, ein wichtiges Buch aus der rabbinischen Literatur. Im Midrash Kohelet steht, die Gebote, die Torah, die wir heute lernen, kann man nicht vergleichen mit der Torah des Messias, die er uns lehren wird, wenn er kommt. Also man wusste im Judentum, die Tora, das Gesetz vom Sinai, das wir heute lernen, wird einmal ersetzt werden durch eine neue Tora, die der Messias bringt. Und dort steht das, Torato Shel Mashiach, das Gesetz des Messias,
Messias, auf Griechisch Christus, das Gesetz des Christus. Das heißt also, man wusste darum, der Messias wird kommen und er wird ein neues Gesetz bringen. Und dieses Gesetz des Christus finden wir im Neuen Testament. Und die Juden wussten, das wird auf einer höheren Stufe sein. Und tatsächlich, im Neuen Testament haben wir das Gesetz des Christus. Da steht nicht einfach, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, man kann eine Ehe führen und nicht Ehebruch treiben, aber trotzdem hat man keine Beziehung. Es lebt nicht. Aber Epheser 5 sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. So wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Das ist viel mehr als nur, du sollst nicht Ehe brechen. Sich hingeben. Ja, da kann es einem schwül werden, ja. Aber das ist der Maßstab. Und dann steht im Gesetz des Christus nicht einfach, du sollst nicht stehlen. Sondern Epheser 5. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sondern wirke vielmehr mit seinen Händen, damit er den Bedürftigen mitzuteilen habe. Also nicht nur nicht wegnehmen, sondern arbeiten, dass man denen, die es wirklich brauchen, es gibt auch solche, die meinen, sie brauchen etwas, denen, die etwas brauchen, geben kann. Und so könnte man weiterfahren und dann findet man eine große Anzahl von Geboten, die wir aus dem Gesetz vom Sinai kennen, finden wir neu formuliert im Neuen Testament, aber auf einer höheren Ebene. Aber wir finden gleichzeitig viele Dinge, die sind nicht da. Kein Gebot für die Quasten an den Kleidern. Kein Gebot von Tieropfern. Aber geistliche Opfer, sehr wohl. Gott sucht solche als seine Anbeter. Und dann lesen wir nirgends von einem Sabbatgebot. Und jetzt ist es eben wichtig, dass man sieht, das Gesetz vom Sinai, das ist ein Paket, ein Gesetzespaket. Das Gesetz des Christus, das ist ein Gesetzespaket. Und natürlich gibt es da ganz viele Übereinstimmungen. Aber man darf die zwei Pakete nicht miteinander mischen. Dann würde man eben Flicken auf ein altes Kleid nähen. Und man würde neuen Wein in alte Schläuche tun. Und dann explodiert's. Das geht nicht. Es sind zwei verschiedene Systeme, die Gott gegeben hat. Die dürfen nicht vermischt werden. Das hat der Jesus schon in den Evangelien erklärt. Alles an seinem Ort stehen lassen. Und das war das Problem der Reformatoren. Die haben gesagt, ja, also eigentlich stehen wir unter den 10 Geboten, aber eigentlich stehen wir nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Ja, und jetzt? Was gilt jetzt? Und was ist mit dem Sabbat? Ja, dann haben sie einfach das ein bisschen geändert. Gedenke des Ruhetages oder des Feiertages. Ja, aber da steht natürlich nicht einfach Ruhetag, sondern da steht Schabbat. Ja, da haben sie einfach aus dem Sabbatgebot ein Sonntagsgebot gemacht. Das geht natürlich nicht. Das mit dem Tag des Herrn, das finden wir im Neuen Testament. Da ist das ganz anderes. Es ist nicht ein verschobener Sabbat, sondern es ist der Tag der Auferstehung, des Sieges im Neuen Testament. Und der wird gefeiert, natürlich, aber das hat nichts mit dem Sabbatgebot zu tun. Und darum, man darf die Dinge nicht vermischen. Und wenn man es vermischt, hat man ein heilloses Durcheinander. Aber es wurde ja gemacht, deswegen frage ich dich. Bei mir kam jetzt gern, wenn du das jetzt erläutert hast, der Gegenpart zu den 10 Geboten sind die Seligpreisungen. Für mich jetzt, als Christen. Weil wenn du sagst, die Gebote, die Gesetze, das gilt nur dem Volk Israel, aber die Reformation und die ganzen vielen Ausleger haben es ja drauf. Ich habe nichts gegen die 10 Gebote, sind wunderbar. Ja. Ja, also eben, das ist ein großes Problem, diese Vermischung. Ja, und wir sind ja hier, um die Bibel zu studieren und zu lernen. Wie kann man eben aus Fehlern auch lernen? Und was lehrt die Bibel, wie man diese Dinge unterscheidet? Und damit dann niemand sagt, ja, wir Christen sind gesetzlos. Nein, wir haben das Gesetz des Christus. Wir wissen ganz genau oder sollten wissen ganz genau, was wir zu tun haben. Und ich habe mal ausgezählt, so Befehle im Neuen Testament findet man im Titusbrief etwa 30 Befehlsformen. Im 1. Timotheus 30, 2. Timotheus auch ungefähr 30, sogar noch mehr. Das gäbe also nur diese drei kleinen Briefe, gäbe schon 90 Gebote des Christus. Jetzt kann man weiterfahren mit Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser. Ja, wir kommen auf viel mehr als 613. Also wir müssen keine Komplexe haben.
Und dann versteht man, wenn der Herr Jesus sagt in Johannes 14, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Aber damit ist nicht gemeint, dass wir unter das Gesetz gehen, sondern das Gesetz des Christus und danach leben, dann können wir zeigen, dass wir den Herrn lieben. Das Gesetz, eben das ist ein Paket an seinem Platz und das bestätigen wir an seinem Platz, aber wir vermischen das nicht mit der Gnade. Und jetzt könnten wir natürlich dann noch weiterfahren und erklären, was das Gesetz ganz praktisch für die Christen an geistlichen Reichtümern hergibt. Denn jetzt kommt noch dazu, dass all die Gebote über die Stiftshütte, die Opfer, die haben ja alle eine geistliche Bedeutung, die auf Christus hinweisen. Und auch die Gebote selber, das sind Fundgruben drin. Zum Beispiel das Gebot, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das nimmt der Apostel Paulus auf, um zu erklären, ein Evangelist hat ein Recht, von seiner Arbeit zu leben. Ja, der dreschende Ochse, der durfte da fressen. Da durfte man nicht das Maul verbinden, wenn er am Arbeiten war. Also, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und da findet man eine Fülle von geistlichen Anwendungen und Hinweisen auf Jesus Christus. Also wir sind weit davon weg zu sagen, wir sind nicht unter dem Gesetz, also die fünf Bücher Mose haben uns nichts mehr zu sagen. Nein, das ist eine Fundgrube von geistlichen Reichtümern für das Glaubensleben. Ja, aber jetzt wollen wir noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass es ewig ist und dass auch kein Buchstabe und kein Jota davon vergeht, sondern dein Wort besteht in Ewigkeit. Und Herr Jesus, hilf uns, dein Wort auch wirklich in seiner ganzen Schärfe und Klarheit auf unser Leben anzuwenden, zu übertragen. Hilf uns wirklich, dir die Treue zu halten, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Wir danken dir, dass wir in dieser besonderen Zeit leben und dass wir auch Zeugen sein dürfen, wie das prophetische Wort sich auch vor unseren Augen erfüllt. Und wir freuen uns darauf, dass du bald kommst und bitten, Herr Jesus, komme. Amen.